Ministerrat der Bundesregierung und es startet unser Herr Bundeskanzler. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vizekanzler, liebe Kolleginnen, lieber Kollege in der Bundesregierung. Wir haben Gott sei Dank nach wie vor eine gute Situation in Österreich. Die Ansteckungszahlen sind weiter auf einem niedrigen Niveau, aber die internationale Entwicklung zeigt uns, dass das in anderen Ländern nicht der Fall ist und vor allem auch unser Nachbarland Deutschland mit der Region Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, wie schnell es zu einer weiteren dramatischen Situation kommen kann. Wir haben daher zunächst einmal, was unsere Nachbarn betrifft, die Reisewarnstufe 5 für Nordrhein-Westfalen verhängen müssen und hoffen natürlich, dass sich auch dort die Situation schnell bessert bzw. es zu keiner weiteren Ausbreitung auf ganz Deutschland kommt. Was Österreich betrifft, sind wir, wie gesagt, froh über die nach wie vor niedrigen Zahlen. Das macht es möglich, dass wir Ihnen heute weitere Lockerungsschritte für den Sommer präsentieren. Wir präsentieren Ihnen aber auch gleichzeitig die Professionalisierung des Containments in Österreich, denn das Virus ist nicht verschwunden. Wir müssen auch in Österreich, auch bei niedrigen Ansteckungszahlen, weiter wachsam sein und immer, wenn es Neuinfektionen gibt, diese lokal sofort eingrenzen und alles tun, dass es nicht zu einer Ausbreitung auf ganz Österreich kommt. Ich darf beginnen mit den Lockerungen und hier auch einen Ausblick für den Herbst geben. Es sind ganz konkret drei Bereiche, in denen wir Lockerungen vornehmen. Das erste ist die Gastronomie. Eine deutliche Arbeitserleichterung für alle Kellnerinnen und Kellner im Sommer, gerade bei den heißen Temperaturen. Die Maske wird dort nur noch eine Empfehlung, aber keine Verpflichtung mehr sein. Darüber hinaus wird es möglich sein, bei geschlossenen Veranstaltungen bis 100 Personen auf die Sperrstunde zu verzichten. Das ist insbesondere für Menschen, die heiraten oder Geburtstagsfeiern feiern oder anderes, eine, glaube ich, sehr wichtige und gute Nachricht. Im Sport wird es ab 1. Juli möglich sein, dass Kontakt- und Mannschaftssportarten wieder stattfinden. Und was die Veranstaltungen betrifft, da gibt es einen Ausblick für September, also für den Herbst. Allerdings natürlich nur, wenn die Entwicklung weiterhin eine gute ist. Die Zahlen sind hier nicht in Stein gemeißelt, sondern abhängig davon, wie sich die Situation über den Sommer entwickelt. Die Tourismus- und Gastronomieministerin, der Vizekanzler und der Gesundheitsminister werden hier noch auf Details eingehen. Darüber hinaus möchte ich festhalten, die Maske bitte nicht wegwerfen. Wir werden sie noch brauchen. Es war immer unser Ziel, dass wenn die Ansteckungssituation niedrig ist, wenn die Ansteckungszahlen auf einem niedrigen Niveau sind, dass wir Lockerungen vornehmen, weil unser Ziel ja ist, dass die Menschen in so viel Freiheit wie nur möglich leben können. Aber wir haben immer gesagt, es braucht so viele Einschränkungen wie notwendig und natürlich kann trotz der guten Zahlen im Moment in Österreich es auch bei uns wieder zu einem Anstieg kommen, wenn, dann hoffentlich nur regional und eingrenzbar, aber wir müssen natürlich auf alle Szenarien vorbereitet sein. Das bringt mich zu meinem abschließenden Punkt, Containment. Die wichtigste Aufgabe der Gesundheitsbehörden und der Bundesländer im Moment, wir nehmen hier noch einmal 390 Millionen Euro in die Hand für Testungen, Teststrategien, Unterstützung der Gesundheitsbehörden, damit das Gesundheitsministerium gemeinsam mit den Ländern das Containment weiter professionalisieren kann. Denn es gilt, je mehr wir lockern, desto besser müssen die Containment-Maßnahmen sein, damit, wenn es Neuinfektionen gibt, die regional begrenzt werden können, damit sichergestellt werden kann, dass, wenn es Glutnester gibt, nicht sofort ein Flächenbrand entsteht. Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, bitte sehr. Dankeschön. Ja, danke für Ihr Interesse, liebe Vertreterinnen der Medien, liebe Zuschauer. Wir machen große Lockerungsschritte, wir werden es anschließend noch hören. Der Sommer ist da und deshalb bietet sich das an. Der Sommer ist ja auch da, damit wir ihn genießen können, aber umgekehrt und gleichzeitig ein ernster und aufrichtiger Appell.
an alle, die in Österreich wohnen, hier Urlaub machen oder auch im Ausland Urlaub machen, wenn man so will, unter Freunden seid gescheit. Mit Hausverstand das Ganze angehen. Das Virus ist nicht da und Rudi Anschauer sagt sich immer, es ist schon gar nicht auf Sommerurlaub. Wenn wir aber den Sommer genießen wollen, dann heißt das mit Hausverstand. Genauso im Sport betreiben, am Sportplatz, im Stadion, im Schwimmbad, im Gasthaus, wir werden auch da wieder einiges hören, in den Konzerten, in den Konzertsälen, auch im Freien und so weiter und so fort. Jetzt kommt es nämlich auf uns alle an. Und diese Freiheiten, die wir zusätzlich ermöglichen wollen, und wir verstehen uns ja als Ermöglicher, diese Freiheit, die braucht auch Verantwortung. Und da sind wir wieder beim Punkt, wo wir nach Ostern begonnen haben, darauf zu setzen, mehr Eigenverantwortung, und das korrespondiert genau mit dem. Also mehr Verantwortung von jedem von uns, für alle von uns. Noch einmal diese Kampagne in Erinnerung rufend, schau auf dich, schau auf mich, das wird weiterhin eine ganz große Rolle spielen, damit es nämlich ein guter Sommer wird. Ja, man kann es noch einfacher zusammenfassen, glaube ich, genießen und aufpassen. Das sollten wir beherzigen und jetzt da kann ich gleich zu der lang ersehnten, wie wir wissen, und sehnsüchtig herbei erwarteten Antwort auf die Sportfragen geben. Ich kann es knapp machen. Ab 1. Juli ist im Freien so gut wie alles möglich. Die Mindestabstandsregeln gelten bei der Sportausübung nicht. Das heißt, wir haben es erreicht oder gemeinsam verhandelt. Vielen Dank dafür. Es ist ja immer auch eine schwierige Abwägung für die Kinder, für die Jugendlichen, für die vielen Amateure. Wir haben 15.000 Sportvereine in Österreich. Wird es hier eine völlige Änderung geben? Und, aber auch hier gilt, ein paar Dinge müssen dann halt zusätzlich eingehalten und beachtet werden. Die sind ganz einfach. Ich denke, Rudi Anschauer wird es gleich noch im Detail ausführen, aber auch hier wieder fast mit Hausverstand erahnbar. Das Führen von Anwesenheitslisten, das muss möglich sein, es ist jedenfalls sinnvoll, da oder dort auch notwendig. Und ich denke, wenn wir dann an den Meisterschaftsbetrieb denken, der ja bald auch dadurch wieder möglich wird, jetzt Training der Meisterschaft, da ist es ja in den meisten Fällen durch die Spielberichte ja eh schon klar, wer sich am jeweiligen Spielfeld aufhält. Es geht immer darum, wer war gleichzeitig mit wem am gleichen Ort, ganz einfach eigentlich, und das muss auch im Sport möglich sein. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz kleiner Preis, der hier zu zahlen ist, wenn man es überhaupt so nennen kann. Auch sonst ein paar Verhaltensregeln und Hygieneregeln, na ganz klar. Und eine konzeptive Idee, was passiert, wenn ein Fall auftaucht. Da sind wir genau bei dem, was der Herr Bundeskanzler ausgeführt hat, weil dann sofort das professionellere Nachverfolgungsmanagement, um ein deutsches Wort auch zu gebrauchen, hier einsetzen kann. So, das war alles fürs Freie, aber wir haben mit 1. Juli auch im Prinzip das Gleiche vor für die Innenräume, Indoor, für die Indoor-Sportarten. Auch da wird, und das mag für den einen oder die andere überraschend sein, de facto unter den gleichen Voraussetzungen, die ich vorher für die Sportbetätigung im Freien genannt habe, auch hier wird alles möglich sein. Wir haben also darauf verzichtet, da noch einmal in 2 Wochenschritten vorzugehen, damit es nicht nur schneller geschehen kann, sondern auch einfacher und überschaubar bleibt. Wir wissen, dass das manchmal Rückmeldungen waren. Jetzt gilt draußen und drinnen das Gleiche. Das ist jetzt jedenfalls gegenüber dem, was bis jetzt erahnt wurde oder verbreitet wurde, jedenfalls eine Neuerung. Aber es gelten die gleichen Regeln und hinzu kommt natürlich, dass man indoor von den Sportstättenbetreibern ein bisschen mehr erwarten darf. Also dass die Maßnahmen, die wir hier am Rande führen wollen, genauer befolgt werden können und auch entsprechend dort in den jeweiligen Sportstätten annonciert werden können, damit alle das noch sehen können und sich auch daran halten können. Die anderen Regeln, ich switche jetzt zu den Zuschauern, die sind ja im Wesentlichen bekannt. Da halten wir also Linie, was ab Juli und ab August möglich ist. Das gilt jetzt aber auch für die Kulturveranstaltungen und alle Arten von Veranstaltungen, wie hier die Zuschauerzahlen sind. Und ich erinnere daran, dass wir, nehmen nur den August heraus, hier mit 1.000 Personen im Freien zu rechnen haben. Das ist möglich und mit einem bestimmten Konzept dazu noch 1.250. Und das gliedert sich von 1. Juli bis dorthin Indoor, Outdoor. Ich will das gar nicht mehr alles wiederholen. Das ist gleich. Was neu ist,
ist ab 1. September die Veranstaltungsfrage mit den Zuschauern so zu beantworten, dass wir da in den Innenräumen 5.000 Leute als Obergrenze vorsehen und im Freien 10.000. Jetzt kann man sagen, ja, das ist auf einmal sehr viel. Ja, unter den gegebenen Voraussetzungen gehen wir das so an. Auf diese Art und Weise ist auch geklärt, dass in den größeren, was Konzerte betrifft und bei den größeren Sportveranstaltungen, also auch in Stadien, einmal eine Orientierung gegeben ist, an die wir uns halten wollen und sollen. Und auf diese Art und Weise kann natürlich auch geplant werden. Wir wissen ja, was das für viele einerseits Konzertveranstalter bedeutet, andererseits Sportvereine, auch die größeren, auch die Profiligen haben jetzt hier eine Orientierung, und ich denke, für die meisten wird das eine gute Nachricht sein, dass man sich hier auch wieder entsprechend betätigen kann. Also wie ich meine, noch einmal zusammengefasst, es sind doch sehr große Lockerungsschritte, und mit diesen Freiheiten, die wir hier uns zusätzlich alle miteinander im Übrigen gearbeitet haben, sollten wir auch entsprechend sorgsam umgehen. Und wir, apropos sorgsam, wir als Regierung haben dafür zu sorgen, gemeinsam mit den Bundesländern und den Bezirksverwaltungsbehörden hier gegebenenfalls bei Auftreten von einzelnen Fällen entsprechend ein schnelles Rückverfolgungsmanagement zu starten. Also in diesem Gesamtpaket kann sich das sehen lassen. Mehr Freiheit braucht umgekehrt mehr Verantwortung, und so wollen wir das angehen in diesem Sommer. Dankeschön. Dankeschön, Herr Vizekanzler, Herr Gesundheitsminister. Bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche das zu ergänzen, ohne zu wiederholen, soweit das möglich ist. International die Situation, es wurde vom Bundeskanzler bereits kurz erwähnt, eine durchaus besorgniserregende weiterhin, denn die Zuwachsraten auf globaler Ebene bei dieser schwersten weltweiten Pandemie seit Jahrzehnten sind immer höher. Wir sind derzeit bei durchschnittlich 150.000 Neuinfizierten pro Tag auf weltweiter Ebene. Sie wissen, Sie kennen die Schwerpunkte Nordamerika, Südamerika, aber auch deutlich darüber hinaus. Österreich ist weitgehend weiterhin stabil, und das ist das Gute in dieser Situation. Wir haben uns diese Stabilität, denke ich, alle in diesem Land sehr mühsam erarbeitet, durch große Anstrengungen. Das heißt, diese Lockerungen, die jetzt ausgesprochen werden, sind die Folge dessen, dass wir sehr, sehr gut gemeinsam gehandelt haben. In den letzten 24 Stunden 41 Neuinfizierte. Das ist in etwa eine sehr stabile Situation in den letzten Wochen. Bleibt in etwa immer gleich. Ich hoffe, es bleibt so. Wir sind damit bei 474 aktiv Erkrankten. Und wenn Sie da Europa sehen, die europäischen Staaten, da geht es gar nicht so sehr, wer ist welcher Staat, um diese Frage, sondern darum, dass Sie merken, es gibt, was die aktiv Erkrankten betrifft, schon Länder, die sehr, sehr stark nach wie vor belastet sind. Das Vereinigte Königreich, Russland, durchaus auch Frankreich mit noch über 90.000 aktiv Erkrankten. Und wir sind hier in Österreich bei 474 aktiv Erkrankten. Sieht man ein bisschen in der Relation, dass sich da vieles, vieles verbessert hat in den letzten Wochen. Und das ist gut so. Das ist vor allem, sei gedankt, der Phase 1, 16. März mit dem Lockdown und den vielen begleitenden Maßnahmen bis 14. April. 14. April hat dann die zweite Phase gestartet mit den Öffnungsschritten. Und wir haben immer gesagt, wir machen Öffnungsschritte so lange nach unserem Plan, solange die Zahlen passen und solange es keine Zunahmen gibt durch diese Öffnungsschritte. Wir evaluieren ja alle zwei Wochen innerhalb dieser Fristen zwischen den Öffnungsschritten. Und wir haben jetzt 9 große Öffnungsschritte hinter uns gebracht, den letzten vor kurzem, am 15. dieses Monats. Und wir haben bis zum heutigen Tag bei keinem dieser Öffnungsschritte spürbare, merkbare Neuinfektionen als konkrete Folge in diesem geöffneten Segment. Und das ist die gute Nachricht. Und deswegen trauen wir uns, diesen nächsten Schritt jetzt zu realisieren, so wie wir das geplant haben. Und wir wollen zweitens mit dem heutigen Tag ganz einfach eine Planungsperspektive für jene geben, die im Sport, die im Kulturbereich, in anderen Veranstaltungsbereichen natürlich von uns Aussagen, Orientierungen sich erwarten, wie es ab dem 1. September weitergeht. Und da ist eben, der Vizekanzler hat schon gesagt, die Grundansage jene, dass wir bei Veranstaltungen Indoor bis zu 5.000, Outdoor bis zu 10.000, allerdings nur, und das ist immer wichtig, mit gekennzeichneten und zugewiesenen Sitzplätzen haben.
denn dort habe ich die Struktur, dort habe ich eine Klarheit, dort habe ich wenig Vermischung. Das heißt, dort ist das Risiko ein deutlich reduzierteres. Und bei all diesen Veranstaltungen haben wir eine zweite Grundvoraussetzung, nämlich das Erarbeiten und das Vorlegen eines Präventionskonzeptes. In diesem Präventionskonzept müssen verschiedene Grundfragen des Infektionsschutzes geklärt sein, wie wird das umgesetzt bei der jeweiligen Veranstaltung. Das geht bis hin zu den Fragen der Zufahrt, des Zugangs zum Beispiel, wo es eng wird, wo wir problematische Situationen haben können. Das alles muss Teil des Präventionskonzeptes sein. Und Teil des Präventionskonzeptes ist auch und muss auch sein ein sogenanntes freiwilliges Tracking. Das heißt, dass die Namen der besuchenden Personen freiwillig, ganz wichtig und damit im Rahmen des Datenschutzes verankert werden, aufgehoben werden, damit dann, falls tatsächlich in dieser Gruppe etwas passieren würde, sofort die Behörde weiß, und das erspart ihr tagelange Ermittlungen im Regelfall, wer sind mögliche Kontaktpersonen, die man ansprechen muss. Das ist die wichtige Grundvoraussetzung in diesen beiden Bereichen. Wir haben mit dem heutigen Tag auch, beziehungsweise mit dem 1. Juli dann Gültigkeit, auch den Mund-Nasen-Schutz, Bundeskanzler hat es bereits erwähnt, in einigen Bereichen, die für die betroffenen Mitarbeiter heute wirklich eine große Belastung waren, aufgehoben. Denken Sie mit mir an die Situation von Kellnerinnen und Kellnern, die manchmal 8, 10, 12 Stunden bei heißen Temperaturen in den Lokalen teilweise arbeiten mit der Maske. Das war eine Bitte von ganz, ganz vielen, die gekommen ist. Und das wollen wir hier auch versuchen. Mund-Nasen-Schutz wird es in weiten Bereichen aber dennoch auch verpflichtend weitergeben, in öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Taxis, Reisebussen, Flugzeugen, im Innenraum von Ausflugschiffen, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ohne zugewiesene Sitzplätze, in bestimmten Situationen bei Fachmessen und Kongressen, in Apotheken, bei Dienstleistungen ohne den 1 Meter Abstand und bei Demonstrationen dort, wo der 1 Meter Abstand nicht eingehalten werden kann. Das wird wieder transparent dargestellt auf unserer Homepage in einer konkreten Grafik, und dann sollte das gut nachvollziehbar sein. Das Zweite ist, wir wollen verstärkt, Bundeskanzler hat es erwähnt, wir haben heute ausführlich im Ministerrat auch darüber gesprochen, verstärkt begleitende Sicherungsmaßnahmen setzen. Dazu zählt eben unter anderem dieses Tracking, das wir jetzt bei allen Veranstaltungen über 100 Personen, über 100 Besuchern realisieren wollen, dieses Verankern und Festhalten von Kontaktdaten auf freiwilliger Ebene. Wir werden nächste Woche präsentieren ein großes, umfassendes neues Testprogramm. Auch das haben wir heute verankert mit großen Screening-Testungen in Bevölkerungsgruppen, wo wir ein erhöhtes Risiko sehen, zum Beispiel in prekären Lebenssituationen, Wohnsituationen, Arbeitssituationen. Ein Blick nach Deutschland zeigt uns, was ich meine damit. Das ist ein zweiter großer Themenbereich, und das dritte ist das Kontaktpersonenmanagement. Das heißt, dass überall dort, wo ein Fall ausbricht, eine Infektion nachgewiesen wird, das Umfeld, die Kontaktpersonen schnell eruiert werden. Da geht es um jede Stunde, und da wollen wir eine bessere Personalausstattung, bessere und professionalisiertere Arbeitsformen pushen und verankern. Und natürlich ist es drittens, und damit komme ich zum Schluss, auch ein Akt hoher Verantwortlichkeit, um den es jetzt geht. Wir alle sind da mitverantwortlich, ob das so umsetzbar ist, ob auch diese Lockerungsschritte, die wirklich beachtlich sind, im Herbst so realisierbar sind. Heute in der Früh im Morgenjournal die Berichterstattung über ein Tennisturnier in Belgrad gehört. Und da sehen wir, wie schnell es gehen kann, wenn diese Verantwortung nicht umgesetzt wird. Da kann es um einzelne Personen gehen, und dieses Virus ist einfach nach wie vor da. Es ist unter uns. Es ist nach wie vor so gefährlich, wie es immer gewesen ist. Nur haben wir es derzeit nicht ausgebreitet. Das kann sich schnell ändern, und deswegen geht es um den Mindestabstand. Es geht um die Hygienemaßnahmen und es geht um dieses freiwillige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Ich kann alle nur ermutigen und ermuntern, dort, wo Sie ein unsicheres Gefühl haben, dort, wo es vielleicht mehr Menschen gibt, auch bei diesem Mund-Nasen-Schutz zu bleiben. Er ist nicht verpflichtend, aber ich weiß, dass das viele, schauen Sie in den Supermarkt zum Beispiel rein, da haben wir keine Verpflichtung mehr, viele machen es trotzdem, und ich finde das gut so, und der Kanzler hat es gesagt, es werden möglicherweise Zeiten kommen, wo wir ihn noch brauchen werden, weil wir wissen, im Herbst, Spätherbst,
kann es eine noch schwierigere Situation geben. Das kann auf uns zukommen. Das Zweite ist, wir wollen in der Regierung sofort, wenn Zahlen nach oben gehen, reagieren. Mit Gegenmaßnahmen, das ist paktiert, darauf kann man sich in Österreich auch verlassen, da wird gegengesteuert und zwar sofort gegengesteuert. Und das Dritte ist eben der Appell an die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, machen Sie mit, tragen Sie weiter Verantwortung. Wir alle entscheiden darüber, ob diese Lockerungsschritte in diesem Ausmaß Realität werden können, wie wir sie jetzt beabsichtigen und planen. Dankeschön, Frau Tourismus- und Gastronomieministerin Köstinger, bitteschön. Sehr geehrte Damen und Herren, die heute vereinbarten Lockerungsschritte sind ein sehr wichtiger Schritt hin zu mehr Normalität, auch im Tourismus, in der Gastronomie. Vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird das nicht mehr verpflichtende Tragen des Mund-Nasen-Schutzes eine massive Erleichterung sein. Natürlich gilt auch weiterhin die Empfehlung, diesen Mund-Nasen-Schutz auch zu tragen. Des Weiteren ist vor allem eben auch für Veranstaltungen die in Aussicht gestellte Lockerung mit 1. Juli eine sehr wichtige. Das heißt, Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen können bis 250 Personen stattfinden, Outdoor mit 500 Personen und Gäste. Das bedeutet aber vor allem auch für die vielen Sommertheater, die in ganz Österreich im Sommer stattfinden, dass sie diese auch möglich sein werden. Ab 1. August können dann auch Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen wieder stattfinden. Das ist eine massive Erleichterung auch für Hochzeiten. Viele haben ja auch ihre Hochzeit noch nicht abgesagt, haben jetzt auch darauf gewartet, dass es weitere Lockerungsschritte gibt. Die können wir auf jeden Fall jetzt auch herstellen. Auch hier gilt, und der Gesundheitsminister hat es bereits angesprochen, dass vor allem Listen von Teilnehmern, von Gästen, von Eingeladenen von Seiten der Lokalbetreiber auch gesammelt werden sollen, dass es im Fall eines positiven Corona-Falles wirklich auch sehr schnell geht, dass man im Lokal dann die Besucher kontaktieren kann, dass man auch nachvollziehen kann, wer entsprechend auch bei Veranstaltungen anwesend war. Vor allem auch für die Sperrstunde gibt es eine Erleichterung und eine Lockerung. Wir ziehen die Sperrstunde bzw. die Öffnungszeiten von 6 Uhr auf 5 Uhr vor. Das ist vor allem auch wichtig für Bäckereien, die Arbeiter mit Jausen versorgen, für Lokale wie beispielsweise am Flughafen, die früher auch öffnen müssen. Das ist eine massive Erleichterung. Und für geschlossene Veranstaltungen wie beispielsweise Hochzeiten wird die Sperrstunde von 1 Uhr auch verlängert werden. Das heißt, auch hier ist es möglich, dann entsprechend länger zu feiern. Aber auch hier gilt natürlich, die Eigenverantwortung steht an oberster Stelle. Jeder muss sich natürlich auch der Gefahr bewusst sein. Das Coronavirus und die Personen zeigen oft keine Symptome. Es ist sehr wichtig, halt eben auch sich weiterhin nicht die Hände zu geben, regelmäßig zu reinigen, Hände zu waschen und zu desinfizieren, damit vor allem eben auch aus Feiergelegenheiten keine Infektionsketten und Infektionsherde entstehen. Ganz wichtig sind die Lockerungsschritte, aber vor allem auch für die Veranstaltungswirtschaft. Wir sind ja ein Land der Kongresse, wir sind ein Land der Messen, wir sind vor allem eben auch ein Land der Tagungen. Diese Lockerungsschritte sind vor allem auch sehr wichtig für die Planbarkeit in Richtung Herbst. Hier werden wir mit der Containment-Strategie und gemeinsam halt eben auch mit den Veranstaltern zusätzlich auch Regeln erarbeiten, wie das eben auch sorgenfrei vonstatten gehen wird. Wir haben auf unserer Seite sicheregastfreundschaft.at mittlerweile auch einen eigenen Bereich für Veranstaltungen eingerichtet, damit jeder sich informieren kann, welche Lockerungen, welche Regeln, welche Auflagen jetzt für die entsprechenden Veranstaltungen auch gelten. Wir werden weiterhin sehr vorsichtig bleiben, um den erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus nicht zu gefährden. Sicherheit steht an oberster Stelle, das gilt vor allem eben auch für den Tourismus. Wir wollen nicht nur eines der schönsten Urlaubsländer der Welt sein, sondern vor allem auch eines der sichersten Urlaubsländer. Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, heute auch den Beschluss zu fassen, die Testungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Gast im Tourismus in das Covid-Präventionsprogramm aufzunehmen. Wir testen ja seit Anfang Juni in rund 3 Pilotregionen
Die Strategie, dass wir Mitarbeiter am Gast regelmäßig eben auch testen können, das ist durchaus logistisch eine sehr große Herausforderung. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir dieses Testprogramm mit Anfang Juli Schritt für Schritt dann auch in anderen Tourismusregionen ausrollen können, damit die Gäste, die nach Österreich kommen, ihren Urlaub in bewährter Art und Weise genießen können, die österreichische Gastlichkeit genießen können, aber vor allem eben auch sicher urlauben können und gesund wieder nach Hause fahren können. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Erste Frage vom Herrn Westhoff und dann der Herr Jungwirth. Bitte schön. Ist noch nicht ganz klar. In welchen Fällen sind jetzt Listen zu führen von Teilnehmern? Gilt das auch für ein Hobby-Fußballturnier am Fußballplatz, wo es nicht mal Zäune gibt und wo man einfach kommen kann? Wie ist das in der Praxis möglich? Ja, man muss ja dazu sagen, also grundsätzlich gilt das für alle Veranstaltungen über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist der eine Punkt. Zweitens, aber das ist ganz, ganz wichtig, datenschutzrechtlich entscheidend, das ist eine freiwillige Maßnahme. Aber jeder Veranstalter, jede Veranstalterin wird, denke ich, versuchen, einen Beitrag zu leisten und bestmöglich im Rahmen dessen, was in seinem Bereich möglich ist, sind Einschränkungen da. Sie haben eine davon erwähnt, wo es einfach nicht realistisch machbar sein wird können. Aber dort, wo es machbar ist, wird jeder Veranstalter versuchen, seinen Beitrag zu leisten. Und wenn Sie das regionale Fußballspiel angesprochen haben, da kennt man sich im Regelfall eh, da brauche ich keine großen Listen führen. Herr Jungwirth. Vielleicht ein paar Fragen. Erste Frage, Sie haben gesagt, Nordrhein-Westfalen, da gibt es eine Reisewarnung, Stufe 5. Müsste man nicht, wenn man konsequent ist, auch Eingangs- oder Einreisebeschränkungen verhängen für Leute aus dem Kreis? Gütersloh-Bayern hat ja festgelegt, dass alle Leute, die aus diesem Kreis kommen, zumindest eine Testung vorweisen müssen. Wäre das nicht sinnvoll? Vielleicht die zweite Frage noch wegen zu diesen Listen. Warum freiwillig und nicht verpflichtend? Wäre das nicht im Sinn des Hausverstands, dass man das verpflichtend macht? Ich meine, die Ausgangsbeschränkungen waren auch schwere Eingriffe, also Grundrechtseingriffe. Warum nicht in diesem Bereich? Was haben Sie davon, wenn nur 95% der Namen oben sind und 5% fehlen? Und vielleicht nur die dritte Frage, vielleicht können Sie uns enthüllen, weil Sie gesagt haben, es seien Gegenmaßnahmen paktiert worden. Was kann man sich darunter vorstellen? Geht das so in die Richtung, dass man sagt, wenn irgendwo was auftaucht, dass man zuerst versucht, das einen Lokal zu bekämpfen, einen lokalen Lockdown zu verhängen und dass man das dann regional macht und nur als Ultima Ratio dann vielleicht landesweit wieder was macht? Hat das damit zu tun ein bisschen? Danke. Fragen, die Antwort schon gegeben wird. Bitte, Herr Bundeskanzler. Nein, zu Frage 2 und 3. Ich glaube, die 1 passt gut zu dir. Frage 2 und 3. Das Tracking ist halt rechtlich so geregelt, wie es geregelt ist. Datenschutzbestimmungen sind da. Die Datenschutzbestimmungen halten wir selbstverständlich korrekt und sauber ein. Deswegen gilt das Freiwilligkeitsprinzip. Ich habe aber bei jedem, und glauben Sie mir, ich habe mit hunderten Veranstaltern in den letzten Tagen und Wochen gesprochen, ein ganz klares Feedback gekriegt. Wir werden uns bemühen, das bestmöglich zu realisieren, weil das ja ganz in dem Sinn, was unser Grundslogan ist, schau auf dich, schau auf mich, die Eigenverantwortung ist, uns selbst zu schützen. Hat ja jeder ein Interesse daran. Stellen Sie sich vor, es bricht etwas aus. Es gibt einen Infizierten, es gibt einen Positivtest in einer Gruppe von 150 Personen. Wahnsinnig schwierig, das innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Stunden für die Bezirksbehörden klar zu machen, wer war Teilnehmer, wer hatte welchen Kontakt. So ersparen wir uns diese Stunden, und jede Stunde früher ist einfach ein Gewinn in diesem Fall, und eine Ausbreitung ist damit weniger wahrscheinlich. Und es ist auch eine Bewusstseinsmaßnahme, dass klar ist, dort, wo ich mich aufhalte, dort besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit einer Ansteckung. Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich mir Bilder von Turnieren, Belgrad zum Beispiel, anschaue, dass das ein bisschen vergessen wurde von Einzelnen, aber sei es drum, ist so. Und wenn das noch einmal dargestellt wird, freiwillig das Ersuchen, die E-Mail-Adresse abzugeben, dann ist das noch einmal auch eine sinnvolle Maßnahme in die Richtung. Das Zweite, was die Maßnahmen betrifft, wenn etwas passiert, gemeint habe ich die Sicherungsmaßnahmen, also Tracking, Containment, Testungen als Begleitung dieses Lockerungsprozesses.
als eine verschärfte, verstärkte Begleitung im Sicherungsbereich. Und ja, Sie haben gemeint, die Frage, was passiert, wenn die Zahlen nach oben gehen würden, dann wissen wir schon, was zu tun ist in einzelnen Bereichen. Das wird sicher nicht jetzt in Richtung eines Gesamt-Lockdown gehen. Das ist das Allerletzte, das wollen wir mit allen Mitteln vermeiden. Und ich glaube, das ist auch zu vermeiden, wenn wir die anderen Maßnahmen gut setzen. Und da geht es natürlich los im regionalen Bereich prioritär. Bisher haben wir die Situation, dass wir keinen bundesweiten Trend nach oben haben, sondern regionale Clusterbildungen in Einzelbereichen. Und bisher ist die Reaktion der Bezirksbehörden bzw. der regionalen Behörden sehr gut. Darum wird es gehen, in Zukunft das auch konsequent fortzusetzen. Wenn es gelingt, diese regionalen Cluster in Schach zu halten, haben wir kein großes Thema. Wenn uns das in die Breite geht, auf die Bundesebene geht, dann müssen wir uns überlegen und selbstverständlich reden wir darüber, wie das dann ausschaut im konkreten Detail, wie dann gegengesteuert wird. Aber jetzt vertrauen wir einmal darauf, dass diese Lockerungsschritte vernünftig und mit Verantwortung gelebt werden. Ich kann auch ganz schnell die Fragen durchbeantworten. Ich beginne vielleicht einmal bei der Situation in Österreich. Wir haben derzeit im internationalen Vergleich sehr wenige Fälle. Wir haben regionale Cluster, der Großteil der Fälle ist in Wien und das Ziel muss einfach sein, dass es hier nie zu einer flächendeckenden Ausbreitung kommt. Insofern regionale Reaktion, wenn es einen Anstieg der Fälle gibt und nicht sofort ein generelles Vorgehen für Österreich. Zweiter Punkt, bei den Veranstaltungen, bitte verlieren wir uns da nicht in komplexen datenschutzrechtlichen Fragen. Wir sind in einer Phase der Krise. Was es braucht, ist Hausverstand. Wenn Sie heiraten, Herr Jungwirt, werden Sie eine Listen haben, wenn Sie eingeladen haben. Kann ich ja noch einmal, oder ich weiß nicht, aber... Also wenn Sie Ihren Geburtstag feiern, dann werden Sie eine Listen haben, wer eingeladen ist. Und wenn es dort einen Fall gibt, dass jemand positiv getestet wird, dann werden Sie derjenige selbst und alle anderen ein Interesse haben, dass da zu einer schnellen Kooperation kommt. Also ich glaube, es geht einfach nur um die Bewusstseinsbildung bei den Menschen, dass diese Listen sinnvoll sind. Und zum Zweiten geht es darum, dass eben bei der Sperrstunde auch gewisse Erleichterungen dort stattfinden können, wo diese Listen vorhanden sind, weil man einfach im Containment deutlich besser ist als bei Gruppen, wo man nicht voneinander weiß, wer dort anwesend ist. Und was Nordrhein-Westfalen betrifft, das ist dasselbe Vorgehen, wie wir es mit der Lombardei hatten, also Reisewarnstufe 5. Das bedeutet auch, dass da jetzt keine direkten Flugverbindungen oder anderes geben wird. Und wir werden weiterhin die Situation da sehr genau beobachten. Und wenn es notwendig ist, Schritte darüber hinauszusetzen, dann werden das Gesundheitsministerium und das Innenministerium mir auch vorschlagen und wir werden diese Schritte setzen. Frau Salzmann von Servus TV, bitte. Herr Gesundheitsminister, Sie haben sich gestern mit den Vertretern der Nachtgastronomie getroffen. Können Sie da einige Punkte nennen, die besprochen wurden? Und wann kann diese Branche jetzt endlich mit weiteren Lockerungen rechnen? Ja, das war ein sehr konstruktives Gespräch. Schön, dass Sie meinen Terminkalender gut kennen. Wir haben tatsächlich gestern eine gute Sitzung gehabt mit Vertreterinnen und Vertretern aus dieser Branche, die ja sehr unterschiedlich ist. Das sind einerseits kleinere, mittlere Bars, die werden auch von diesen Maßnahmen, die wir jetzt kommuniziert haben, erfasst. Das heißt, da wird es leichter. Zum Beispiel so Fragen wie Thekenausschank, was für eine kleine Bar natürlich existenziell wichtig ist, wird möglich sein ab dem 1. Juli. Das heißt, die fallen in Teilbereichen in diese Lockerungsschritte hinein, Punkt 1. Und Punkt 2, wir wissen, dass der andere größere Bereich, nämlich große Clubs, Diskos, dass das einer der schwierigsten Bereiche insgesamt ist, weil da kann ich keine Sitze aufstellen und das gut organisieren und strukturieren. Von daher doppelte Problematik. Sonst haben wir das ja mit dieser Struktur des zugewiesenen Sitzplatzes bei größeren Veranstaltungen gut geregelt. Was wir gestern diskutiert haben, waren im Wesentlichen zwei Bereiche. Wie kann man vermeiden, dass der Mindestabstand da kaum einhaltbar ist? Das heißt, dass zu viele Menschen im Club drinnen sind. Da sind wir relativ weit gekommen, wie Lösungsschritte aussehen.
Und das Zweite, und das ist natürlich auch ein Thema, ist mir auch völlig klar, sind die Fragen der Öffnungszeiten, weil es ja auch um wirtschaftliche Fragen am Ende des Tages geht. Und da geht es interessanterweise in beide Richtungen. Sperrstunde nach vorne zu verlegen zum Beispiel, auch spannend, wird überlegt und das geht relativ einfach. Da ist die Landesbehörde zuständig und kann das verankern. Und das Zweite ist natürlich, und das ist für mich auch nachvollziehbar, der Wunsch, dass wir etwas weiter nach hinten in die Nacht rücken können. Über diese Fragen haben wir gestern diskutiert. Das war ein sehr, sehr konstruktives, gutes Gespräch. Also super Leute, viele Vorschläge, die wollen was zusammenbringen. Aber unser Ziel ist, dass wir bis Ende nächster Woche eine Lösung beisammen haben. Es wird am Donnerstag dann noch eine Detailrunde mit Behördenvertretern, mit der Exekutive, mit dem Innenministerium, alle sind betroffen geben. Und wir wollen versuchen, auch da einen pragmatischen Weg zu finden, der eine Balance zwischen dem Gesundheitsschutz und den verständlichen Interessen junger Leute auch vorzugehen, gerade im Sommer, wo man frei hat, etc. zu finden. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, aber so ganz einfach ist das nicht. Dann der Herr Schmidt und dann die Frau Hahn. Zunächst ATV. Herr Schmidt, bitte. Vielen Dank. Ich würde gerne an die Frage anschließen von der Kollegin von Servus TV. Sie haben gesagt, Herr Gesundheitsminister, da braucht man Sitzplätze, die zugewiesen werden. Wie sieht es da mit Public Viewing aus? Das heißt, das ist dann weiterhin nicht möglich, weil man da ja nicht sitzen wird, sondern stehen. Und wie sieht das dann auch mit Zugangskontrollen? Also solche Dinge wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Und zweite Frage zur Sperrstunde, also nur zur Konkretisierung, das heißt ab 100 Personen gibt es keine Sperrstunde mehr bei geschlossenen Gesellschaften ab 1. August oder bis? Ja, ist wichtig der Unterschied. stimmt. Und beim ersten Bereich natürlich Public Viewing, ein großes Thema, kann auch so gelöst werden grundsätzlich mit einer Sitzplatzstruktur, ist machbar grundsätzlich oder halt in diesen Teilnehmerrahmen, der für Veranstaltungen im Stehen unsere derzeitige Grenze ist. Frau Hahn, bitte sehr. Ich mache einen kurzen Schauplatzwechsel. Herr Bundeskanzler, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in den Ibiza-U-Ausschuss? Person eingeladen. Wie Sie wissen, war ich nicht in Ibiza und kann daher wenig Auskunft über dort Gesagtes bzw. potenzielle Vorwürfe gegen die Freiheitliche Partei geben. Aber was ich natürlich machen kann, ist, dass ich die Regierungsarbeit erkläre, dass ich eine Einschätzung dazu gebe, wie Regierungsarbeit abläuft und da auch auf Personalentscheidungen eingehe. Was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, dass nicht jede Personalentscheidung als etwas Verwerfliches dargestellt wird. Als Bundesregierung trifft man hunderte Personalentscheidungen, die Minister treffen unzählige Personalentscheidungen. Das war unter Rot-Schwarz so, das war unter Türkis-Blau so und das ist auch jetzt mit den Grünen so. Wir haben allein als neue Bundesregierung Türkis-Grün weit über 100 Personalentscheidungen in den letzten 6 Monaten getroffen, vom Vizepräsident VfGH über den Aufsichtsrat der ÖBB bis hin zu Entscheidungen auf europäischer Ebene. Das ist eine Aufgabe der Bundesregierung und ich glaube, es ist falsch, hier zu versuchen, das Faktum, dass Personalentscheidungen getroffen werden, in ein schlechtes Licht zu rücken. Gibt es weitere Fragen? Das schaut nicht so aus. Dann bedanken wir uns bei den Vertretern der Bundesregierung und Ihnen vielen Dank fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit. Danke sehr.